Okay, es ist 5 Uhr. Ich bin irgendwie gerade aufgewacht. Liegt aber eher daran, dass ich noch so ein bisschen unruhig bin von den letzten Tagen. Aber guck mal, ganz viele Vögel zwitschern und wie ich hier so gucke morgens. Guckt man hier so ins Unterholz. Ich hoffe, ich schlafe noch mal ein. Das sexiest Outfit aller Zeiten. Gestern den ganzen Abend kein Internet hatte, ist das Ergebnis jetzt, dass ich 76 neue Mails habe. Toll. Das wird jetzt lustig. Ich werde jetzt nicht näher rangehen, aber da hinten liegt ein richtig ekelhafter, toter Vogel. Und das Problem ist jetzt, ich muss diese Wand hier noch bis da hinten streichen und ich will da nicht hin. Und eigentlich muss ich die noch wegräumen, aber das ist nicht so meins. Kommt mir ja eigentlich auch nicht so ungelegen, denn Verwesungsgestank spielt im nächsten Buch eine große Rolle. Und ich denke, diese Erfahrung gerade inklusive des Anblicks dürfte mir doch einiges an Eindrücken vermitteln, die ich im Buch verwerten kann. Brech. Immer noch 2. Was geht's los? Sau, du. Das ist ja genau die gleiche Menge. Das wäre jetzt nicht das Problem, glaube ich. Enden am Tisch Engel. Dein Wasserbeutel nicht zu verlieren. Alle mal stillgestanden und Mund halten. Er fühlte nichts als Luft und sah völlig schwarz. Wir haben uns hier schön ordentlich aufgereiht und durchgezählt. Thomas seufzte tief auf. Dann sagte er es doch. Gefressen worden wäre. Und sowas von verfressen. Die ganze Diät völlig umsonst. Steht auch wieder völlig im Widerspruch jetzt zu dem, was ich gerade tue. Ich habe mir nämlich gedacht, das habe ich eigentlich sonst auch immer so gemacht, dass ich abends sozusagen die große Runde gelaufen bin, weil das sind hier alles Weiden, wo so Kühe und so Krams drauf ist und Pferdchen und so. Hechel. Und dann bin ich dann immer praktisch so, ja, so 4x4 Weiden oder so, laufe ich so einmal rundherum, so einen großen Gang, so bei Sonnenuntergang. Ist immer ganz nett. Wenn ich mir allerdings vorher schön irgendwie 5 Butterkaramell-Toffees reinstopfe, ist das auch wieder völlig egal, ich mach's trotzdem. Und falls sich einer wundert, ob ich heute Morgen vergessen habe, mich zu schminken, nein, habe ich nicht, das tue ich hier im Allgemeinen nicht. Ich weiß, es ist kein schöner Anblick, aber es macht hier einfach keinen Sinn. Außerdem schadet es der Haut auch nicht, hin und wieder mal Luft und Sonne und so abzukriegen, ohne 2 cm Schicht drauf. Ich bin übrigens noch nicht mal beim Hauptweg sozusagen angekommen. Okay, ich muss mal kurz drüber klettern. Oh mein Gott. Noch nicht mal beim Hauptweg angekommen und bin schon außer Atem. Was sagt das über meine Kondition aus? So. Da gehen wir jetzt lang. Hier durch seht ihr, da ist so ein Maisfeld, was ich immer wieder gerne erwähne in diesen Videos. Ich weiß nicht warum, ich finde das super.
Da hinten ist noch die Sonne. Die werden wir gleich verabschieden. Und dann gehen wir hier so einmal ganz hinten rum. Und kommen da wieder raus. Ich habe mich auch dagegen entschieden, Musik mitzunehmen. Also ich hatte zwar Kopfhörer dabei und das Handy halt und so. Wobei, meine iTunes-Musik, ich war ganz schockiert. iTunes ist jetzt sowas wie Spotify. Schock. Na egal. Auf jeden Fall habe ich mich dagegen entschieden, weil ich dachte, mal gar nichts hören, gar nichts sehen. Ach, es ist so schön. Lieber sowas sehen hier, so Natur und so. Ist ja auch mal ganz nett. Das erinnert mich irgendwie an Walking Dead. Auch so die Strommasten, das ist total Walking Dead-mäßig. Warum sind eigentlich alle Tiere, die ich für euch filmen will, immer so weit weg, dass ich sie höchstens hinterher noch im Programm ranzoomen kann und dann sind sie total verpixelt, verdammt. Ich versuche jetzt gleich ein Tier für euch einzufangen, was voll groß ist. Ich hatte versprochen, dass ich so ein Tier filme. Das war super nah. Und ich musste nicht mal in Slow-Mo filmen, denn die Schnecke war sowieso schon schneckig. Wo wir gerade bei Tieren sind, ich habe eben gesehen, weil aus irgendwelchen kranken Gründen funktioniert mein LTE-Vertrag hier auf der Weide plötzlich, dass schon wieder ein Kommentar unter irgendeinem Video gekommen ist zum Thema, ob ich mein Kaninchen artgerecht halte oder nicht. Das ist irgendwie lästig langsam. Halten wir es fest? Vermutlich nicht, nein. Schnuff würde sich mit Sicherheit viel wohler fühlen, wenn er hier auf so einer Weide abhängen könnte. Oder auch nicht, wahrscheinlich würde er gleich draufgehen, keine Ahnung. Nein, und ich bin mir dessen bewusst. Und ja, er hatte auch zahlreiche Partnerinnen. Er war nicht sein Leben lang allein und es ist auch definitiv so, dass ich das weiß. Aber sie sind alle gestorben und ich kann nicht alle 6 Monate ein neues Mädchen anschaffen. Und die Zusammenführung dauert auch immer Wochen, bis sie sich endlich berappelt haben. Vor allem, weil die Mädchen meistens ja jünger sind. Und das wird jetzt nicht mehr geschehen. Schnuff bleibt alleine und ich werde ihn auch nicht weggeben oder freilassen. Und er hat seinen 2-stöckigen Käfig, das ist nicht die Welt, ich weiß, aber er darf hin und wieder auch mal raus und mehr ist jetzt nicht drin. Dafür kriegt er super gesundes Essen, ist top gesund. Der Tierarzt meint, ein mega sportlicher Hase, alles ist soweit gut. Und mehr kann ich gerade nicht für ihn tun. Ich werde ihn nicht abschaffen, nur weil ein paar Menschen denken, dass er sich nicht wohlfühlt. Es mag so sein, ich habe nicht das Gefühl, dass sich dieses Tier nicht wohlfühlt, aber es bleibt, wie es ist. So, und damit ist das Thema jetzt erledigt. Ich bin auch sicherlich nicht die Einzige in Deutschland, die einen Hasen auf diese Weise hält. Und bestimmt gibt es Tausende, die viel schlimmer gehalten werden. Kommen wir nun zu anderen Tieren. Ich habe ja ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Oh Gott. Nein. Warum kommst du her? Bist du dir sicher, dass du... Oh Gott. Hey, sorry, bist du die Kuh aus Ben & Jerry's Werbespot? Hallo? Nee? Okay, ich bin weg. Tut mir leid, ich bin zu feige. Ich hab's euch versprochen, aber ich mach's nicht. Hilfe! Mach's gut. Ciao! Ich habe übrigens erst ein Viertel des Weges geschafft. Es kommt mir vor, als würde ich seit Stunden laufen. Nacktschnecken, irgendwie wie so eine Art Meilenstein am Straßenrand. Alle 10 Meter eine. Hier, da, 10 Meter um. Und wieder. Von da ganz hinten kommen wir. Es geht ja nichts über einen Sonnenuntergang. Selbst in Deutschland sind sie schön, oder? Ich werde ganz blind, weil ich da die ganze Zeit so reinstarre, aber es ist so schön. So, die Sonne ist jetzt weg. Das Ende ist nah. Ich muss nur noch durch diesen Gruselwald da. Und dann habe ich meine 2 Kalorien abgelaufen. Puh.
Okay, hab mich zweimal umgedreht und schon war es wieder unfassbar dunkel. Siehe da, alles total dunkel. Nur hier ist noch Licht und hier ist Musik. Und ich kann mich immer noch nicht so richtig überwinden. Also erstmal schwillt meine Lippe schon wieder an, toll. Ich kann mich immer noch nicht so richtig überwinden, am Buch zu arbeiten. Irgendwie bin ich noch nicht ruhig genug dafür. Ich glaube, ich werde jetzt mal wieder eine E-Mail an jemanden, den ich schon lange nicht geschrieben habe, nämlich der lieben Sandra Neumann, die ich total in den letzten Stresswochen ignoriert, will ich nicht sagen, aber ich habe auch einfach mit niemandem so richtig und ich freue mich eigentlich jetzt mal darauf, wirklich in Ruhe mal wieder eine E-Mail zu schreiben. Das mache ich jetzt, glaube ich, noch und dann ist vielleicht auch gut. Morgen sollen es 30 Grad werden, aber Gewitter natürlich. Was sonst? Perfekt, 15 Uhr und ich bin online. Hallo! Mit der üblichen Verzögerung bin ich ja jetzt immer die ersten paar Minütchen oder Sekündchen alleine. Muss mich nur mit mir beschäftigen. Streck. Aber ist ganz gut, dann kann ich nochmal gucken, ob ich das alles auch ordentlich verbreitet und gepostet habe. Sollte eigentlich so sein. Ich lasse heute mal meinen Computerton an. Ich muss immer mehr mich dran gewöhnen, jetzt da oben hinzugucken und nicht mehr da.